Zeugs. Regenrocker kann man auch Wieseln gehen, das ist kein Problem. Jo Freunde, ich begrüße euch da mal wieder zu einem kleinen Vorstellungsvideo. Wie ihr an den Eingangsbühnen ja schon gesehen habt, ich habe da was Neues gesagt, und zwar einen Regenrock. Das Ganze ist vom Bergzeugs und vielleicht sagt euch der Name nichts, aber vielleicht sagt euch der Name X-Boil was. Genau, die Idee ist vom Leo. Naja, die Idee nicht selber. Die Idee gibt es ja schon länger. Diese Regenröcke werden da hauptsächlich da auf diese UL Appalachian Trails oder wie die alle heißen. Die Amis haben die relativ viel an. Bei uns hat sich das nicht wirklich so durchgesetzt. Also. Und der Leo hat gesagt, der probiert es jetzt einmal. Und ich finde das Teil eigentlich absolut geil und auch brauchbar. Ich hasse zum Beispiel Regenhosen. Das ist für mich was, da bin ich lieber von der Hosen auf die Waschen aus bis oben hin. Weil so Regenhosen, wie ziehst du die an? Ziehst du die Schuhe aus? Ziehst du das mit den Schuhe an? Zahst den ganzen Dreck mit? Ist eigentlich ein Witz, taugt mir einfach nicht so. Und so dieser Regenrock. Was sind so viele Rätsel beginnen? Ist echt super. Ist beidseitig beschichtetes, mit Silikon beschichtetes Ripstopp. Hat oben einen super Klettverschluss. Also geht einfach zum Aufmachen. Wir haben da herum Klettflasch und auf der herüberen Seite Klettbandel quasi. Wir haben da noch so einen Gummischlaufen, da kann man das Ganze zusammenwickeln und schön klar zusammenlegen. Ich finde das Teil ist echt super, aber ich muss sagen, die Idee finde ich echt gelungen und ehrlich gesagt ist mir das beim Popo lieber als wie so ein Regenhosen. Man ist wirklich schön geschützt. Bei meinen kurzen Füßen ja fast bis am Boden. Bei mir ist das fast ein Maxi-Rock und kein Mini mehr. Mini, naja, das ist gut in dem Alter. Vielleicht nicht mehr. Aber ich finde, das ist echt gut durchdacht. Gefällt mir wirklich gut. Man traut ihn dann, wenn man zugemacht hat, nach hinten. Dann hat man auch diesen Schlitz hinten, dann kommt auch keine Luft von vorne dazwischen ein oder Wasser. Ich finde es so, ist auch wirklich super, gibt es gar nichts. Und wenn man da vielleicht noch Gamaschen drunter anzieht, ich brauche es nicht, mir reicht es so. Wichtig sind eigentlich bei mir die Oberschenkel, dass die geschützt sind und auch die Knie. Und von daher ist das eigentlich pipi feinst. Man kann den natürlich auch als Unterlag verwenden für irgendwas. Dadurch, dass er das wasserdicht ist, könnt ihr euch das irgendwo ablegen, legt es euch drauf, oder als Unterlag irgendwo hingehen, wenn es regnet, dass am Popo nicht nass wird. Und von daher kann ich nur sagen, ist das wirklich eine gut durchdachte Sache. Vor allem, hört jetzt einmal so wie jetzt auf, ein bisschen Treppen, ich muss ja mich nicht ausziehen. Gehen her, stecken wir da einer und hab's auch schön gemütlich. Vor allem, man schwitzt unter den Ganzen. Ne? Das ist wirklich super. Also das, was ich da bis jetzt gegangen bin, nein, nicht einmal irgendwas. Es kommt Luft dazu. Das habt ihr bei einer Regenhosen. Ne? Ja, wenn ihr seitlich die Schlitz habt, das könnt ihr aufziehen, ne? Und dann regnet es wieder dort rein. Ich finde die Idee wirklich super. Dann das nächste. Vom Gewicht her, wie gesagt, ich blende euch das Ganze ein. Es gibt drei verschiedene Größen. Ich habe da den XX Small,
Nein, Spaß beiseite. Meins ist die Zirkuszelt-Variante quasi, die XL. Und vorhin, den könnt ihr wirklich urklar zusammenlegen. Der passt überall mit rein. Der ist leichter wie jede Hosen, den könnt ihr überall reinstecken. Ist überhaupt kein Problem. Ist, wie gesagt, leichter wie jede Hosen. Dadurch, von der Größe her, kann man den natürlich auch als Zeltunterlage verwenden, als Sitzunterlage. In die nasse Wiesel legen zum Draufsetzen, das ist ja eigentlich wasserdicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit denen. Wie gesagt, das werden wahrscheinlich wieder etliche schreien hier. Ja. Das ist teuer für das Stickel. Da kriege ich ja schon ein Tapad rum. Ja Freunde, dann müsst ihr euch ein Tap nehmen, dann hängt euch ein Tap rum. Ich überlasse ich euch. Man denkt, ich zeige euch den einmal. Ich finde ihn absolut gut. Der ist auch jetzt bei mir immer drin. Und schau, jetzt haben wir früh, jetzt fangen wir gar zum Schieben jetzt an. Dann nehme ich das ganze Zeug, packe mir das vielleicht um und bin so Weltklasse geschützt. Also es gibt Varianten dazu, etliche, so viele Möglichkeiten. Das ist ja wie ein kleines Tab nur dazu, ne? Ja sicher, es ist nicht so groß. Meine Variante ist natürlich die größte, ist eh klar. Und, aber kann man sogar mit Klett zumachen. Sitzt da gemütlich, es könnte regnen, war mir halbwegs wurscht. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten. Ein Gro kann natürlich auch jeder nutzen, wie er will. Es könnte den zusammenknüllen, der passt mir in die Faust rein. Das ist nichts. Ich lasse nichts aus, dann ist eigentlich immer. Ich könnte eigentlich die Atmung rausziehen. Ja, das ist was, wollte ich euch eigentlich einmal zeigen und vorstellen. Vielleicht ist es für manche interessant, für andere auch nicht. Ich zeige euch die Sachen, was mir gefallen. Und kriegen wir es beim Leo, Vater des X-Boil, der stellt jetzt gerade wieder her. Oder lasst es herstellen, natürlich, er selber macht es ja nicht. Ja, und in dem Sinn, so ist das auch wieder gewesen sein. Das war es wieder, eine kurze Vorstellung vom Regenrocker. Und in dem Sinn kann ich nur sagen, man sieht sich demnächst. Ciao Freunde!